Wir alle wissen, heute war ein Schicksalstag der deutschen Nation. Sensationelle Dinge spielten sich im Deutschen Bundestag ab. Nein, nicht dieser Vertrauensklimbim der Rot-Grünen, sondern Dr. Udo Brömme wurde überraschend von 99,9% der CDU-Fraktion zum Spitzenmann der Christsozialen gekürt. Brömme teilte die frohe Kunde der Weltöffentlichkeit gleich persönlich mit. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie. Sie sollen es als Erste erfahren. Ich bin Dr. Udo Brömme, der neue kommende Mann der CDU. Ich komme gerade aus der Fraktionssitzung. Die Fraktion hat sich entschlossen, dass ich also jetzt das Ruder in die Hand nehme und dass ich einen Weg ins 21. Jahrhundert weise. Und ich denke, dass Sie da mit mir allen, dass wir alle einer Meinung sind, dass unser Land wieder eine Zukunft haben soll, dass meine wichtigsten Programmpunkte, zum Beispiel alte Leute weg von der Straße, sie nerven gewaltig und machen nur Schmutz und mehr Wichskabinen. Das habe ich gerade mit der Jungen Union gesprochen. Dass das eine eminent wichtige Funktion ist, die unsere Partei in der jetzigen Situation erfüllen kann. Ich warte auf Ihre Fragen. Und ansonsten, alles frisch? Ich könnte ja auch ein bisschen tanzen. Dr. Udo Brömme weiß, Machtsicherung beginnt mit einem guten Draht zur Presse. Perfekt beherrscht er die Klaviatur der Medienbeeinflussung. Das ist ein Gegenspiel. Wir auf der einen Seite die Politik, Sie auf der anderen Seite die Presse. Da müssen wir irgendwie zusammenhalten und ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar. Ich bin bereit zum Interview. Ach ja? Sie können anfangen. Stellen Sie bitte Ihre Frage. Hallo. Das muss anders werden. Schönen guten Tag, hallo. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für Ihre publizistische Unterstützung. Hier ist meine Privatadresse. Sie können mich im Buch anrufen, zu jeder Zeit. Machen wir gleich. Ja? Ist doch wohl klar. Meine E-Mail-Adresse ist auch dabei. Ich würde sagen, am Wochenende... Oder ist schon der Werbefilm, oder? Meine Frau macht Kaffee und Kuchen. Da kommt sie einfach mal vorbei. Dann Kanzler, ne, werden. Das ist der nächste Zielland von Ihnen. Natürlich. Ja, wir machen das. Ja. Also. Hab keinen Zweifel. Tschüss, Ian. Okay. Macht's gut. Ja. Also wie gesagt, ich bin jetzt im Interview bereit. Ich beantworte Ihnen jede Frage. Wer sind Sie? Herr Janssen, mein Name. Herr Janssen, grüße Sie. Ja, grüße Sie auch. Wo kommen Sie her? Oh, das ist das Spiel zu beantworten. Das kannst du mal versuchen. Was? Na ja, gut. Genau, ja. Bitte, ich warte auf Ihre Fragen. Ach so. Ja, sagen Sie, die Stimmung heute ist ja doch in gewisser Hinsicht belastend für viele Abgeordnete. Können Sie das nachvollziehen? Was ist mit dem Kameramann? Ja, der hat gerade ein technisches Problem. Aber ja, ohne Kamera drehe ich nicht. Ja, wissen Sie, nein. Sind wir hier im Kindergarten oder was? Nein, ach, hören Sie doch auf. Doch dann die Katastrophe. Ungute Kräfte der Konterrevolution machen sich anheischig, den gloriosen Siegeszug Brömmes massiv zu stören. Der Polizeistaat schlägt mit aller Härte zu. Wo ist das Problem? Wird gleich geklärt, ja. Werde ich verhaftet? Werden mir Frau und Kinder weggenommen? Muss ich unter Umständen ins Zuchthaus? Tragen Sie Waffen? Hören Sie Radio? Gibt es denn da nicht noch eine Möglichkeit? Ist alles vorbei? Dann verhaften Sie mich. Ja, später. Hilfe! Du geschieht Unrecht! Hilfe! Hilfe! Falls ich eingebuchtet werde, mein Name ist Dr. Udo Brömme. Richten Sie einen Sonderfonds ab. Was will er denn jetzt hier? Weiß ich nicht, weiß ich mal. Er soll weggehen. Herr Dr. Brömme. Was ist denn jetzt mit Herrn Dr. Brömme? Sie sehen doch, dass ich eingebuchtet werde. Ist das nicht schon schlimm genug? Ja, Dr. Udo Brömme wird als tragischer Held dieses 16. November 2001 in die Geschichtsbücher eingehen. Hoffentlich hat er im Knast genug zu essen.